Hi, ich bin's, euer Jürgen und ich begrüße euch zu meinem 19. Mitmach-Mitsing-Bewegungs-Tralala-Video. Am Anfang, wie immer, einen kleinen Überblick über das, was ich mit euch vorhab. Zunächst das Begrüßungslied, danach erzähle ich euch in meinem Lied auch was über den Regenbogen, dann stelle ich euch ein ganz besonderes Saiteninstrument vor mit so Fingerdingern, mit denen man besser damit spielen kann. Und ja, dann singe ich euch was über Frosch und Maus. Zum Schluss gibt es einen Klassiker, den ich jetzt noch nicht verrate. Und ganz am Ende natürlich das Abschiedslied. Jetzt geht's allerdings los mit meinem Begrüßungslied. Hallo, hallo, ich bin der Jürgen. Guten Tag, sagt ihr mir vielleicht auch mal guten Tag. Und ihr wisst ja, bei drei sagt ihr zu mir guten Tag, Jürgen, okay? Also, eins, zwei, drei. Guten Tag, Jürgen. Wow, Dankeschön, das habt ihr wieder super gesagt. Und da gibt's gleich ein Applaus von mir. Und ich freue mich, dass ihr da seid, liebe Kinder. Und alle anderen natürlich auch. Sind die Hände bereit zum Klatschen? Und schon geht's los. Eins, zwei, drei. La 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 la. Und klatscht ihr auch nicht? Super gemacht! Klasse! Und jetzt bitte alle aufstehen! Alle aufstehen! Ja! Denn jetzt wird gehüpft! Gemeinsam losgehüpft! Seid ihr soweit? Eins, zwei, drei, vier! La 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 la. Wow, super seid ihr gehüpft. Davon ein Applaus für mich dafür. Super, klasse. Jetzt könnt ihr euch wieder hinsetzen, denn jetzt habe ich euch ein ganz, ganz, ganz tolles Lied mitgebracht. So ein bisschen zur Entspannung vom Hüpfen. Das heißt, ich schenke dir einen Regenbogen. Das passt ja ganz gut zu dem etwas regnerischen Wetter. Aber in diesem Lied wird auch noch vieles mehr Tolles geschenkt und verschenkt. Das Lied stammt von Dorothee Kreusch-Jakob. Ja, und jetzt geht's los. Ich schenk dir einen Regenbogen. Ich schenk dir einen Regenbogen, rot und gelb und blau. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Du weißt es ganz genau. Ich schenk Seifenblasen, sie spiegeln mein Gesicht. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Nein, ich verrat's dir nicht. Ich schenk dir eine weiße Wolke. Hoch am Himmel dort. Ich wünsch dir was,
Ich schenke dir ein Kuchenherz, drauf steht, ich mag dich so. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Jetzt weißt du sowieso. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Jetzt weißt du. Ganz, ganz tolles Lied. Und ihr wisst es jetzt sicher auch. Okay, das war das erste Lied für heute. Und jetzt stelle ich euch mein super Instrument vor. Es ist tataratatatata. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ein Banjo. So ein Banjo gibt es in ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Variationen. Mit 4 Saiten, ich glaube 5 Saiten auch. Und ich habe jetzt hier eins mit 6 Saiten, deswegen heißt dieses Banjo auch Gitarrenbanjo. Wie zeichnet sich so ein Banjo aus? Und zwar eigentlich hier durch den ganz besonderen Korpus. Das ist so ein Holzkranz hier, in den so ein Metallreifen eingelassen ist. Den seht ihr hier drumherum. Und in diesem Metallreifen, da ist so eine kleine Trommel drin. Seht ihr? Wie so eine richtige Trommel. Und die gibt dem Ganzen den typischen Klang. Hier ist der Steg drauf, der überträgt den Sound von den Saiten auf diese Trommel. Ja, und das Ganze, das nennt man dann Banjo. Oder auch in diesem Fall Gitarrenbanjo. Und ich werde jetzt, damit ich das irgendwie ganz besonders gut spielen kann, mir hier solche Dinger drauf machen. Guck mal, das hier ist ein Daumenpick. Den schiebe ich mir jetzt über den Daumen. Seht ihr das? Ja, genau. Dann kommt was über den Zeigefinger, seht ihr? Genau. Und das mache ich auch beim Ringfinger und beim Mittelfinger. Dann sieht das Ganze so aus. Guckt mal. Das nennt sich Fingerpicks. Die kann man sich so hinbiegen, damit die auch gut auf die Finger passen. Ja, und jetzt spiele ich euch mal was da drauf. Ja? Okay, es geht los. In diesem Falle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Saiten ein Gitarrenbanjo. Ja, das wollte ich euch mal vorstellen. Und hier habe ich noch so ein Ding dran, das ist ein Capodaster, da kann man die Saitenlänge mit verkürzen. Okay, jetzt stelle ich das wieder weg. Ja, ich hoffe, das war mal ganz interessant, so ein anderes Musikinstrument, ne? Ja, und jetzt komme ich zum Mitmachvideo. Ein ganz besonderes Lied von Frederik Fahle. Es heißt Frosch und Maus. Und die beiden, die sind total ineinander verliebt und laden ganz viele Gäste zu einer Party ein. Und was da so alles passiert, das ist ein langes Lied. Das hat ganz, ganz viele Strophen. Und ihr müsst dabei mitmachen. Und zwar seid ihr natürlich letztendlich die ganzen Tiere, die alle zur Party kommen, ein Frosch und eine Maus, seid ihr auch, wenn ihr denn eine größere Gruppe Kinder seid oder Erwachsene natürlich auch. Und da werden die Rollen verteilt, ja? Und jetzt kommt natürlich erstmal der Frosch dran und alle anderen Kinder, die keine Tiere sind, die machen immer Aha. Aha, singen die immer. Ja, und wann sie das singen, das werde ich euch jetzt gleich sagen. Es geht los. Frosch zog Hemd und Hose an. Aha, aha. Der Frosch zog Hemd und Hose an und reckt sich. Wie
ein Supermann. Aha, aha. Und dieses Aha, das müsst ihr immer mitsingen, in jeder Strophe, okay? Dann hüpft er zu dem Mauseloch. Aha, aha. Dann hüpft er zu dem Mauseloch und küsst die Maus, die liebt ihn doch. Aha, aha. Genau. Die Maus sagt, du bist nass und grün. Aha, aha. Die Maus sagt, du bist nass und grün, jedoch du quakst so wunderschön. Aha, aha. Und jetzt müsst ihr alle mal quaken, macht ihr mit und quack, 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 quack. Ein wunderschönes Gequake. Dann holt die Maus ihren Federhut. Aha, aha. Dann holt sie ihren Federhut. Der steht ihr aber wirklich gut. Aha, aha. Macht ihr schön das Aha mit? Bestimmt, ne? Und eine wunderschöne Maus ist das, ne? Und der Frosch, der quakt so wunderschön. Tja, und jetzt wollen die ja eine Party feiern. Wo feiern wir? Ich freu mich schon. Aha, aha. Yo, wo feiern wir? Ich freu mich schon. In einem alten Pappkarton. Aha, aha. In einem Pappkarton wird gefeiert. Super Idee. Und die ersten Gäste kamen. Gäste kamen an, Rabe, Hamster, Spatz und Hahn. Aha, aha. Also jetzt brauchen wir Rabe, Hamster, Spatz und Hahn. Vier Gäste, die jetzt dazukommen, ja? Und sich am besten, wenn man einen riesen Pappkarton hat, sich in den großen Pappkarton setzen. Aber man kann natürlich auch alles andere nehmen, was weiß ich, irgendeine Ecke mit Kisten abgegrenzt oder sonst was. Also die ersten Gäste sind schon da. Rabe, Hamster, Spatz und Hahn. Okay, da kommen ja noch mehr. Oder vielmehr gesagt, der Rabe, der starkste ist erstmal rein. Der Rabe, starkste, steif herein. Aha, aha. Der Rabe, starkste, steif herein. Und rief wohl gleich, wo bleibt der Wein? Aha, aha. Der Hamster ist heute sehr galant. Tja, ne? Guten Tag, hallo, ihr Rabe, ne? Hallo, Frau Maus, jawohl. Und sag allen guten Tag, so ein netter Hamster. Der Spatz, der hüpft im Zickzack dran. Aha, aha. Der Spatz, der hüpft im Zickzack dran, weil er vortrefflich hüpfen kann. Aha, aha. Jo, und jetzt geht das Lied weiter. Der Hahn stolzierte stolz heran. Aha, aha. Der Hahn stolzierte stolz heran und kräht so laut er krähen kann. Und alle mal kikeriki, kikeriki. Oh, wunderschön. Und dann kam Onkel Ratte rein. Aha, aha. Der tränkt sein Bier und schlief gleich ein. Der trank sein Bier und schlief gleich ein. Der trank sein Bier und schlief gleich ein. Aha, aha. Der Onkel Ratte, der ist immer gleich müde, ne? Wie kann das bloß angehen? So, wer ist jetzt schon alles da? Rabe, Hamster, Spatz, Hahn, Onkel Ratte. Oh, die Maus und der Frosch. Und jetzt geht dann los. Der Frosch quakt seinen schönsten Ton. Aha, quack, aha, quack. Der Frosch quakt seinen schönsten Ton. Da wackelte der Pappkarton. Aha, aha. Ja, so hat er gequakt. Oh,
Wer hörte das? Oh, oh, oh. Wer hörte das Gefeire und das Gequake? Der Kater Carlo hörte das. Aha, aha. Der Kater Carlo hörte das und schlich sich ran durchs hohe Gras. Aha, er schlich sich ran. Oh, was ist denn da bloß los? Da muss ich doch mal gucken. Der Kater Carlo kommt. Uiuiuiuiui, miau, miau. Die Maus rief, guck, der Kater kommt. Guck, der Kater kommt. Aha, aha. Die Maus rief, guck, der Kater kommt. Jetzt alle Mann den Fürchteton. Aha, aha. Tja, und jetzt sollen alle Tiere, die in dem Pappkarton feiern oder wo sie auch sonst gerade feiern, also alle Kinder, die irgendwelche Tiere spielen, sollen jetzt die Tiergeräusche machen. So laut es nur geht, ja? Alle jetzt mal zusammen, so laut es nur geht, alles durcheinander schreien. Geht das? Ja? Und alle mal den Fürchteton. Miau, miau, quack, 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 und alles ging durcheinander und es war ein unglaublicher Lärm, unglaublicher Lärm, ja. Und da kam aus dem Pappkarton, aha, aha. Und da kam aus dem Pappkarton ein wirklich fürchterlicher Ton, aha, aha. Das quietschte und das pfiff und schrie, aha. Das quietschte und das pfiff und schrie, der Kater rannte weg und wie. Den Kater muss natürlich auch jemand von euch spielen. Der rannte vielleicht schnell weg. Boah, hatte der eine Angst, der Kater. Und der rannte und rannte und rannte. Und der rannte zu seinem kleinen Sohn, der nämlich auf ihn wartete. Er warnte seinen kleinen Sohn, aha, aha. Er warnte seinen kleinen Sohn vor dem Gespenst im Pappkarton, aha, 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 aha. Also, da haben die Tiere es doch geschafft, Gefahr gebannt, Kater Carlo ist wieder weggerannt und keiner wurde bedrängt und hatte Angst mehr vor dem Kater. Und die Tiere in dem Pappkarton, aha, aha. Die Tiere in dem Pappkarton, die tanzten, bis sie müde waren, aha, aha. Die tanzten, bis sie müde waren, aha. Und jetzt alle zusammen tanzen! Schönes Lied, das ich immer in den Kindergärten gerne mit den Kindern spielen, weil sie das auch so gerne spielen. Ist ja klar, ne? Wenn man so viele tolle Tiere spielen kann, das macht richtig Spaß. Und wenn man dann am Ende noch den Kater Carlo verjagen kann, hohoho, das ist super. Okay, das habt ihr auf jeden Fall entweder toll mitgemacht oder ihr habt zugehört. Das ist ja auch ganz schön. Alles klar, jetzt komme ich zu meinem Liedklassiker wie heute. Es ist ein altes, altes Kindervolkslied, das heißt, ein Jäger längs dem Weiher ging. Und was dieser Jäger erlebt, das werdet ihr jetzt mal hören. Ein Jäger längs dem Weiher ging. Lauf, Jäger, lauf, die Dämmerung den Wald umfing. Lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, 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 mein lieber Jäger, guter Jäger, lauf. Dort.
lauf, Jäger, lauf. Was flüstert leise fort und fort? Hey, lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, lauf, lauf. Mein lieber Jäger, guter Jäger, lauf, lauf, lauf. Mein lieber Jäger, lauf. Mein lieber Jäger, lauf. Könnt ihr natürlich auch die ganze Zeit schnell mitlaufen. Was ist das für ein Untier dort? Lauf, Jäger, lauf, hat Ohren wie ein Blocksberg hoch. Oh, lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, 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 mein lieber Jäger, guter Jäger, lauf, lauf, mein lieber Jäger, lauf, mein lieber Jäger, lauf. Das muss für wahr ein Kobold sein. Lauf, Jäger, lauf, hat Augen wie ein Karfunkelstein. Lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, lauf, mein lieber Jäger, guter Jäger, lauf, lauf, mein lieber Jäger, lauf, mein lieber Jäger, lauf. Der Jäger furchtsam um sich schaut. Huch, oh, was ist das denn bloß? Lauf, Jäger, lauf, jetzt will ich's wagen, alle wieder los. Hey, lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, 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 mein lieber Jäger, guter Jäger, lauf, lauf, mein lieber Jäger, lauf, mein lieber Jäger, lauf. Hey, la 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 la. Ja, da könnt ihr immer schön im Kreis rumlaufen, ne? Oh, Jäger, lass die Büchse ruhen. Lauf, Jäger, das Tier könnt dir ein Leides tun. Uah, schnell laufen und lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, 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 mein lieber Jäger, guter Jäger, lauf, mein lieber Jäger, lauf, mein lieber Jäger, lauf. Ach Gott, der Jäger lief zum Wald hinaus. Lauf, Jäger, lauf, verkroch sich flink im Jägerhaus. Und ihr lauft wieder los und lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, 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 mein lieber Jäger, guter Jäger, lauf, mein lieber Jäger, lauf, mein lieber Jäger, lauf. Hey, lauf, 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 mein lieber Jäger, guter Jäger, lauf, mein lieber Jäger, lauf, mein lieber Jäger, lauf, wow, wow. Na, das Laufen, das macht Spaß. Jetzt kommt die Pointe, also der Sinn der Geschichte. Das war nämlich gar kein Untier, sondern ein kleines Häschen. Das Häschen spielt im Mondenschein. Lauf, Jäger, lauf, ihm leuchten froh die Äugelein. Und jetzt könnt ihr zum Schluss noch einmal loslaufen und lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, lauf, lauf. Mein lieber Jäger, guter Jäger, mein lieber Jäger, lauf, mein lieber Jäger, lauf, hey, lauf, 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 mein lieber Jäger, guter Jäger, mein lieber Jäger, lauf, mein lieber Jäger, lauf, bam, 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 bam. Wow, na gut. Das mit dem Laufen hatte ich eingangs vergessen zu sagen, aber wenn ihr das jetzt vielleicht das zweite Mal guckt, dann wisst ihr ja schon, dass ihr bei Laufjäger, Laufjäger, Lauf, Lauf, Lauf immer am besten gleich mitrennen könnt und euch gar nicht erst zwischendurch hinsetzt. Tja, jetzt bin ich auch schon am Ende von meinem Mitmachvideo und wie immer kommt am Schluss das Abschiedslied. Und auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, mit euch war es ja, super. Hier mit euch zu fliegen. Und hier mit
natürlich auch super. Und hier mit euch zu winken. Winki, winki, stinki. Auf Wiedersehen. Ja, super war das. Ich bedanke mich für heute. Ihr habt super mitgemacht und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Okay, tschüss.